So, Altein, Radein, Kaltenbrunn, die Schützenkompanie, und das ist der Bürgermeister von Altein, zum ersten Mal dabei beim Schützenumzug. Wie gefällt's euch? Es gefällt uns sehr gut, es ist ein lang gehegter Wunsch der Schützenkompanie Altein, Radein und Kaltenbrunn, um einmal hier beim Schützen- und Trachtenumzug in München mit dabei zu sein. Sie sind der Bürgermeister von Altein, Radein. Ein tiefer Graben geht durch Ihren Ort. Das liegt aber nicht daran, dass die Leute zerstritten sind, sondern was anderem. Ein einzigartiger Canyon, der Canyon Südtirols, der Grand Canyon, die sogenannte Blätterbachschlucht. Es ist seit 2 Jahren mit den Dolomiten zum Weltnaturerbe erhoben worden, sozusagen. Stimmt es, dass da sogar Saurierspuren gefunden wurden? Auf den Spuren der Saurier und den Fossilien, ja, das ist richtig. Und es kommen 65.000 Leute in den Sommermonaten nach Altein, um diese Besonderheit eben zu genießen und sich auch in der wilden Natur zu erholen. Und natürlich auch, um diese tollen Trachten zu sehen. Was ist das denn Besondere an Ihren Trachten? Ja, die Reckelberger Tracht ist eine gelb-grüne Joppe mit einer knielangen Lederhose, weiße Stutzen, einfache Trachten, ein Scheibenhut auf dem Kopf, die Männer mit Spielhandfedern oder Pfauenfedern geschmückt. Die Frauentracht hingegen ist ein langer schwarzer Faltenrock mit einer edlen Schürze drüber. Das Oberteil mit einer Bluse und einem Mieder vorne gebunden. Ein buntes Mieder mit dem Herz abgeschlossen. Und auch Sie tragen einen Hut auf der ähnlichen Scheibenhut. Und dieser Hut ist kein Fehler, wenn es regnet. Noch eine gute Zeit und viel Spaß am Oktoberfest. Ja, die Tiroler hatten ja im Habsburgerreich eine Sonderstellung. Sie mussten dem Kaiser keine Truppen stellen, aber waren für ihre Landesverteidigung selber verantwortlich.